so geil, du bist so geil. Du bist so geil für diese Welt. Jetzt sitzen wir schon hier im Bus und fahren zur ersten Probe von Jamie Lee für den ESC. Ich bin sehr gespannt, was sie uns jetzt zu berichten hat über die vergangene Nacht. Das ist die Nacht gewesen vor der ersten Probe auf der großen ESC-Bühne. Ich hab gepennt. Tja, so ist sie. Okay, Jeremy, welcome. Stage is ready. Follow me. Auf der riesengroßen ESC-Bühne. Wie war's? Es war mega. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hätte, glaube ich, noch so 15 Mal singen können oder so. Echt alles gut gelaufen so, auch vom Gefühl her? Ja, also es war halt, dass man so ein bisschen geguckt hat, okay, wohin bewegt man sich? Man hat so mit den zuständigen Leuten besprochen, was kann man ausprobieren, wo kann man hinlaufen, an welcher Stelle. Und ja, das hat eigentlich alles super geklappt und wir sind zufrieden, durften uns das nochmal alles irgendwie danach ansehen. Und sagen, wenn uns was nicht gefallen hat und so. Und ich bin eigentlich ja, zufrieden. Also mir hat es mega Spaß gemacht. Es sieht alles gut aus, Leute. Macht euch keine Sorgen. Ich habe ein gutes Gefühl. Und Jamie sogar persönlich auch. Und das ist das Besondere. Ne, was heißt gutes Gefühl? Ne? Mir hat es gefallen. Gefühl. Ja, ein schönes Gefühl. Ein sehr wärmendes Gefühl. Also ein gutes Gefühl. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Schöner kann man es nicht in Worte fassen. Also jetzt momentan nicht.